Der Prolog von Orit vom 15. Oktober. Gedenken. Der heilige Märtyrer Lukian, Presbyter von Antiochia, wurde als Kind adliger Eltern in der syrischen Stadt Samosata geboren. In seiner Jugend erwarb er sich eine sehr umfangreiche, säkulare wie auch geistliche Bildung. Er war ein Mann, der sich durch seine Gelehrtheit wie auch durch die Ernsthaftigkeit seines Glaubens auszeichnete. Nachdem er seinen Besitz an die Armen verteilt hatte, erwarb sich Lukian seinen Lebensunterhalt, indem er Lehrbücher zusammenstellte und lebte so von der Arbeit seiner Hände. Er erwies der Kirche dadurch einen großen Dienst, dass er viele hebräische Texte in der Heiligen Schrift, die Heretiker gemäß ihrer eigenen falschen Lehre entstellt hatten, korrigierte. Aufgrund seiner Gelehrsamkeit und Geistesgröße wurde er zum Presbyter von Antiochia geweiht. Während der Verfolgung des Maximian, als der heilige Anthimus von Nikomedia und der heilige Petrus von Alexandria gemartert wurden, war der heilige Lukian auf der Liste jener, die der Kaiser töten wollte. Lukian floh aus der Stadt und verbarg sich, doch ein neidischer Heretiker, Priester namens Pankratius, denunzierte ihn. Die Verfolgung war schrecklich und nicht einmal kleine Kinder blieben verschont. Zwei Knaben, die kein Götzenopferfleisch essen wollten, wurden in ein siedendes Bad geworfen, wo sie unter Qualen Gott ihre heilige Seelen übergaben. Pelagia, eine Schülerin des heiligen Lukian, gedenken am 8. Oktober, bewahrte ihre jungfräuliche Reinheit vor jenen, die sie zu schänden beabsichtigten, indem sie auf dem Dach ihres Hauses zu Gott betete. Sie übergab ihm ihre Seele und ihr Leib fiel vom Dach herunter. Lukian wurde nach Nikomedia vor den Kaiser gebracht. Auf dem Weg wurden durch seine Unterweisungen 40 Soldaten zum christlichen Glauben bekehrt und alle erlitten den Märtyrertod. Nach Verhör und Auspeitschung wurde der heilige Lukian ins Gefängnis geworfen, wo man ihn verhungern ließ. Der heilige Johannes Chrysostomus schreibt über den heiligen Lukian: Er verachtete den Hunger, lasst doch uns den Luxus verachten und die Gewalt des Bauches, sodass wir, wenn die Zeit solchen Mut von uns erfordert, schon durch eine geringere Askese vorbereitet sind, damit wir uns als siegreich erweisen in der Zeit des Kampfes. Er empfing im Gefängnis am Fest der Theophanie die heilige Kommunion und am folgenden Tag übergab er Gott seine Seele. Am 7. Januar 311, nach anderen Quellen 312. Der gottgeweihte Euthymius der Neue wurde in Ankara im Jahr 824 als Kind der gerechten Epiphanius und Anna geboren. Er diente in der Armee, heiratete und hatte eine Tochter namens Anastasia. Er lebte ein striktes und langes asketisches Leben in Klöstern auf dem Berg Olympus und dem Berg Athos. Eine Zeit lang lebte er sogar als Zelit in der Nähe von Thessaloniki. Er gründete in der Nähe von Thessaloniki ein Kloster für Männer und eines für Frauen. Er entschlief auf einer Insel in der Nähe des heiligen Berges gegen Ende des 9. Jahrhunderts. Seine heiligen und wundertätigen Reliquien ruhen in Thessaloniki. Lobeshymne. Der heilige Märtyrer Lukian. Lukian, höchst weiser Asket und Schriftgelehrter, wandelte kühn auf Christi Fahrt. Gegen Heretiker und die Finsternis des Götzenkults führte Lukian, der Sieger, einen schweren Kampf. Er festigte die Grundlagen über die allheilige Dreiheit, den anfangslosen Vater mit dem Geist und dem Sohn. So verherrlichte er Gott in Wort und Tat, und er bestätigte dies durch sein unschuldiges Blut. Es fiel das wilde Rom, die Häresien starben, Sittenlosigkeit und Schändlichkeit vergingen. Die Kirche hob die Märtyrer in den Himmel, und die Kirche, groß und ruhmreich, überlebte alle. Dies ist das Königreich der Heiligen, das Reich ohne Ende, das Daniel voraussagte und Christus gründete. O ersehntes Reich, aus der Erde entsprossen, mit goldenen Kuppeln auf den himmlischen Dächern. Und der heilige Lukian, ein Erbauer dieses Reiches, arbeitete viel und alles dafür. Jetzt herrscht er ruhmreich bei seinem Jesus, geboren aus Gott, in die engelsgleiche Schar. Betrachtung. Die Heiligen Gottes legten großen Wert darauf, vor ihrem Tod die Kommunion zu empfangen. Sogar die Märtyrer, obgleich sie ihr Leben für Christus, den Herrn, opferten und all ihre Sünden in ihrem eigenen Blut fortwuschen, sehnten sich danach, die heiligen Mysterien zu empfangen, wann es nur möglich war. Der heilige Lukian war im Gefängnis mit mehreren seiner Schüler und anderen Christen.
Als der Abend der Theophanie kam, sehnte er sich danach, an diesem großen christlichen Fest den Leib und das Blut Christi zu empfangen, denn er wusste, dass der Tod nahe war. Gott, der Allmächtige, der das Sehnen des Herzens seines leidenden Dieners sah, fügte es so, dass einige Christen mit Brot und Wein ins Gefängnis kamen. Als das Fest der Theophanie anbrach, rief Lukian alle Christen im Gefängnis zusammen, dass sie sich im Kreis um ihn stellen sollten. Umringt mich und seid die Kirche. Er hatte im Gefängnis weder Tisch noch Stuhl, weder Stein noch Holz, auf dem er die göttliche Liturgie hätte zelebrieren können. Heiliger Vater, worauf sollen wir das Brot und den Wein stellen? Fragten sie Lukian. Und er legte sich in ihre Mitte und sagte ihnen, sie sollten das Brot und den Wein auf seine Brust stellen. Stellt es auf meine Brust, möge sie ein lebendiger Thron für den lebendigen Gott sein. Und so wurde die Liturgie in vollem Umfang und voller Gebet auf der Brust des Märtyrers zelebriert. Und alle empfingen die Kommunion. Am folgenden Tag schickte der Kaiser Soldaten, um Lukian zur Folter herauszuführen. Als die Soldaten die Tür des Gefängnisses öffneten, rief der heilige Lukian dreimal laut: Ein Christ bin ich! Und gab seinen Geist in Gottes Hände. Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die wundersame Befreiung der Apostel aus dem Gefängnis. Apostelgeschichte 5. Wie die Ältesten von Jerusalem die Apostel ins Gefängnis warfen. Wie ihnen ein Engel Gottes erschien, das Gefängnis öffnete, die Apostel herausführte und ihnen sagte, sie sollten zu den Gläubigen gehen und das Evangelium verkünden. Homilie. Wie der Herr für die Gebeine der Gerechten sorgt. Der Herr behütet all ihr Gebein, nicht eins davon wird zerschlagen. Psalm 33, Vers 21. Mögen die Gerechten keine Angst haben, der allmächtige Gott wacht über sie. Oder kann der Allsehende etwas verlieren oder vergessen? Am Tag der Auferstehung wird er all ihre körperlichen Bestandteile zusammenfügen und sie in Herrlichkeit auferstehen lassen. Die Verfolger warfen die Körper des Märtyrers ins Meer oder in tiefe Gruben, oder sie ließen sie im Freien zum Fraß für die Vögel liegen. Doch der Herr richtete die Dinge in seiner Vorsehung so ein, dass diese heiligen Gebeine dennoch in die Hände der Gläubigen fielen. Sie wurden unter Ehren in kostbare Särge gelegt, Kirchen wurden über ihnen errichtet und es ging von ihnen wunderwirkende Kraft aus. Auf diese Weise wollte Gott den Gläubigen zeigen, erstens, dass er die Gebeine der Gerechten bewahrt und zweitens, dass er sie im himmlischen Reich verherrlicht hat, was der Kirche auf Erden durch die wunderwirkende Kraft ihrer Reliquien erkennbar ist. Wundertätige Reliquien sind wie Vorläufer der allgemeinen und herrlichen Auferstehung der Gerechten. Wenn einige der Gebeine der Gerechten verbrannt oder zermalmt wurden, kann das Gottes allmächtige Kraft behindern? Wird er sie nicht am Tag der Auferstehung aus ihren verstreuten Aschen zusammensammeln und wiederbeleben? Es wird euch kein Haar gekrümmt werden. Lukas 21, Vers 18, bestätigt der Erlöser. Wenn du unter Gebeinen Werke verstehen willst, wisse, dass die Werke der Ungerechten wie Rauch sind und jene der Gerechten stark und beständig wie harte Gebeine sind. Kein einziger Leib eines Gerechten wird dahin schwinden und im Lauf der Zeit ganz vergehen. Gott kennt sie und Gott bewahrt sie, damit er sie wie kostbare Perlen vor der Versammlung der Menschen und Engel an jedem Tag offenbaren wird. O allsehender Herr, Schützer und Bewahrer der Gerechten, vermehre unsere gerechten Werke durch die Wirkung deines Heiligen Geistes, ohne den wir nichts Gutes vollbringen können. Und rette uns in deiner Barmherzigkeit, nicht aber unseren Taten gemäß. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.